Sie hab's ja auch nicht leicht. Mich hat ein Creeper von hinten überrascht, das ist ziemlich kacke gelaufen. Naja, passen Sie auf, es ist Vollmond. Ich habe schon den ersten Werwolf gesehen. Ich habe heute Morgen Haarwuchs an stärkeren Haarwuchs am Rücken bemerkt und habe mir dann lieber vorsichtshalber den Trank doch noch getrunken. Und ja, ich wurde doch infiziert. Okay. Also das ist sehr gefährlich. Ja, passen Sie bloß auf sich auf. Ja, ich versuche. Aber wenn ich keine Knallerbse von hinten überrascht, dann läuft es eigentlich immer gut. Ja, oder Skelette. Oder so ein naja. Komischer Golem. Ja, die Golems überraschen mich von vorne und dann kommt das, dann kommt die Knallerbse von hinten. Ja, gut. Man hat. Weil die Golems kann ich meistens auch töten. Man hat es halt nicht leicht, also wir brauchen unbedingt eine Stadtmauer. Das ist wahr. Aber wir haben neue in der Stadt. Seit heute. Okay. Den Herrn Justin, der ist heute angekommen. Ja gut, dann müssen wir den dann auch erstmal überprüfen, ob der Werwolf ist oder nicht. Ja. Da scheint sich gerade noch umzugucken. Ich habe ihm ein bisschen erklärt, wo was ist, aber ich glaube, er guckt sich noch die ganzen Tafeln an. Okay. Ja, kann er ja machen. Aber da, wo die ganzen Leute ankommen meistens, da ist ja sehr viele Werwölfe, meistens in der am Vollmond. Ja, das ist außerhalb der Stadt. Da hinten. Okay. In ihrer Baumfarm. Wir müssen unbedingt mit Herrn Darko reden, dass der uns Steine für die Stadtmauer bereitstellt. Ist der Herr Luftschiffbauer eigentlich ein Werwolf? Wissen wir da was? Ich weiß es noch nicht, aber ich habe gestern außerhalb der Stadt etwas von ihm entdeckt, das sehr merkwürdig ist. Okay, und das heißt? Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen das. Da sehen wir schon das Luftschiff. Ja, und da das Luftschiff ja dem Herrn Nick gehört, kann ich mir nur vorstellen, dass das hier auch ihm gehört. Und das sieht sehr nach dieser Sternzeug aus. Ja, aber nicht mal der Herr Melvin ist so weit und der ist Meister darin. Das erklärt dann natürlich, wie er den schwarzen Staub herstellen kann, mit dem man die Viecher rufen kann. Ja, der hat auch sehr interessantes Zeug hier drin. Ja. Und vor allem hier unten hat er so einen. Ach, da ist er. Und hier unten hat er so einen komischen gelben Stein. Das ist mir alles zu suspekt. Der Herr Melvin weiß aber Bescheid darüber. Und ja, jetzt muss man abwarten. Vielleicht sollte man es beim Auge behalten. Das sowieso. Also, das. Wenn er das außerhalb macht, das ist definitiv Geheimniskrämerei. Er hat irgendwas zu verbergen. Oh, passen Sie bloß auf diese Blumen auf. Auf welche? Die hier. Warum? Hauen Sie die mal. Und jetzt? Oh. Ja. Ich hab gesagt, passen Sie auf. Ich werde diese Blumen niemals anfassen wieder. Ja, das sind die Rucksäcke. Aber die kann man nicht kaufen. Doch, jetzt. Ich hatte sie über Nacht zugesprochen. Die sind ja teuer. Ja, Sie müssen bedenken, das sind 1, 2, 3, 4, 8 und 18, 16, 20 Eisen, die da drauf gehen. Okay, das ist gerechtfertigt.
Und wenn man mal überlegt, der Herr Ramon verkauft hier ein Eisen für ein Coin, also ich glaube zumindest, dass das 20 Eisen waren. Man kann den anderen Rucksack da reinpacken, so groß ist das Ding. Ja. Und da ist immer noch Platz. Ich habe in meinem Rucksack auch noch mal den gleichen Rucksack drin. Ach, das ist ja praktisch. Ja. So, ich bekomme da ein Eisenschwert, aber ich weiß nicht woher. Eisen oder Silber? Eisen. Eisen. Die können sie dem Herrn Ramon geben, der baut die zusammen, also legt die so übereinander, macht die dann in seiner Schmelze zusammen und daraus kriegt er wieder Eisen, also können sie ihm verkaufen, wenn sie genügend haben. Hm. Ich wollte aber irgendwas. Gut, ich guck nochmal, dass ich da am Hauptding, muss ich mal was gucken. Okay, machen Sie das. Ich geh mal da mal ausleuchten, damit da nicht mehr diese Werwölfe kommen. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Da gebe ich Ihnen was mit, das setzen Sie da hin. Kommen Sie kurz mit rein. Setzen Sie das hier mal bitte auf diesen Stein, der einen hin und her teleportiert. Ah, okay. Dann tauchen dort auch Hunter auf und dann... Okay, mach ich. Ja. Okay. Jo, danke. Ja, hier werden die Tränke gebraut. Ja, das sieht man. Ich finde diese Aufzüge immer noch genial. Ja, ich glaube, ich schaffe mir die auch an. Nach unten? Ah, okay, das erklärt's. Aber das sind irgendwie sind das andere als die? Ja, bei denen hier dreht man sich dann in die Richtung, wie die Pfeile sind. Also wenn ich mich jetzt so oben der ist, guckt der auch in die Richtung. Wenn ich jetzt so hoch gehe, stehe ich dann oben so drinne. Und bei den bei den anderen bleibt man so, wie man drauf steht. Ach gut, das ist ja cool. Ja, okay. Ja, dann werde ich mich mal dahin begeben. Bis okay. Dann. Auch eine vernünftige Rüstung, echt. Da müssen wir mal mit dem Herrn Ramon reden. Ja, ich habe jetzt ja genug Geld, deshalb werde ich mir heute eine besorgen. Ich habe gerade wieder 5 Münzen verdient. Ja, ich habe gerade heute Nacht wieder 10 Münzen insgesamt dazu bekommen, glaube ich. Das war eine ertragreiche Nacht. Ich habe jetzt wieder genug Geld, um das zu machen. Das ist der Stumme. Ja, Holzfäller wird momentan nicht gebraucht, da Holz kaum noch benötigt wird. Oh Gott, wo könnte man sie denn einsetzen? Stadtwache. Ja, Stadtwache. Wo braucht man noch Leute? Er wollte unbedingt Magier werden. Oh, da muss er mit Herrn Melvin reden. Eben, hat er vielmehr auch schon gesagt. Aber ich weiß nicht, ob der Herr Melvin heute noch aufwacht. Sonst noch irgendwo was? Höchstens Schreiner könnte noch gehen, da haben wir noch keinen. Stimmt, wenn wir gar keinen Schreiner fast. Haben wir nicht. Erkunder haben wir keinen. Er genickt bei Erkunder. Ich glaube, er will Erkunder machen. Willst du Erkunder machen? Oder Schreiner? Schreiner. Ja gut, dann... Ja, müssen Sie sich jetzt gucken, wo Sie Ihr Haus bauen wollen oder bauen lassen? Also ich stecke jetzt gleich mal eben ab, damit er schon mal da nicht bauen kann, weil, also hinter dem Haus von Herr Ramon will ich mein Haus errichten. Ich wohne ja im Moment noch mit dem anderen Typen zusammen, aber der nervt. Und wenn dich gerade irgendwas anderes anfällt, wie Monster töten oder Frauen aus den Fängen von Drachen befreien? Es gibt keine Drachen, auf jeden Fall habe ich noch keine gesehen. Noch nicht. Warten Sie mal ab, bis der Herr Nick anfängt, so ein Flugschiff als Drache zu bauen. Okay, dann überfährt er Frau Sissi. Mhm. Aber dann töten wir den Drache. Ja, und Herr Nick, wenn er Frau Sissi überfährt. Ja, das sowieso. Ist die einzige vernünftige Frau hier. Ja, das ist wahr. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob dieses andere Frauending überhaupt eine Frau ist.
vor wie ein kleines Kind. Die hat gesagt, sie hat acht Jahre bei den Mönchen gelebt und ist mit 10 dahin gegangen. Ich glaube ihr das nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, sie hat 2 Jahre bei den Mönchen gelebt und ist mit 3 dahin gegangen. Sie kann schon 8 Jahre dort gelebt haben, aber sie wird erst 9 sein und so durchgeknallt, wie sie ist, kann sie sogar erst 6 sein. Okay. Erste Mal reichen, ist ja nur zum Abstecken, die kassiere ich dann im Nachhinein wieder ein. Ja, die lege ich dann einfach mit in die Truhe rein. Yep, alles klar. Gut. Ja, ich würde auch nur drumherum einmal 4 Stück abstecken oder 5, je nachdem. Also einmal das Gelände grob abstecken. Ja, okay, ich gehe mal ganz kurz in den Gedanken. Nein, man darf keine zahlen, das musst du.